3D, das ist im Prinzip ein alter Hut. Seit 150 Jahren schon gibt es das in der Fotografie, seit 100 Jahren im Kino und seit etwa 50 Jahren im Fernsehen. Aber nie hat es sich durchsetzen können. Man kennt diese Rot-Grün-Brillen, von denen ich jetzt gerade eine aufhabe. Die sind ein Beispiel für die technischen Unzulänglichkeiten, mit denen 3D jahrzehntelang zu schaffen hatte. Jetzt aber ist plötzlich alles anders. Erstens, die Digitaltechnik hat elegant die typischen Probleme des letzten Jahrhunderts vom Tisch gewischt. Zweitens haben wir heute High-Definition-Qualität. Und drittens, das ist ganz wichtig, eine ganz neue Generation von superschnellen Bildschirmen, die alles können, was man von einem Spitzenklasse-Fernsehapparat erwartet. Nur, diese Bildschirme können es doppelt so schnell. Die können tatsächlich zwei Filme zur gleichen Zeit zeigen. Einen Film für das linke Auge, einen Film für das rechte. Das ist etwas, was bisher in dieser Qualität noch überhaupt nicht möglich war und läutet ein tatsächlich neues Zeitalter der dreidimensionalen Wiedergabe ein. Nur, wenn man sich jetzt diese zwei Filme zugleich auf einem normalen Bildschirm anschaut, dann gibt es ein unscharfes Bild. Also musste man etwas unternehmen, damit jedes Auge nur den Film zu sehen bekommt, der wirklich für dieses Auge gedacht ist. Und das gibt's. Es gibt neuartige Aktivbrillen. Das ist ein sehr elegantes, modernes Stück Hightech, eine Brille, die in der Lage ist, zu blinzeln. Wenn der Fernsehapparat ein Bild zeigt für das linke Auge, dann geht das hier durch. Wenn ein Bild kommt für das rechte Auge, wird hier geöffnet. Das Ganze passiert ohne weiteres über 100 Mal in der Sekunde, geräuschlos, und merkt das nicht. Und damit bekommt dann jedes Auge den Film zu sehen, der für dieses Auge vorgesehen ist. Und wir erleben einen perfekten dreidimensionalen Eindruck. Wobei sich natürlich dann sofort wieder die Frage stellt, ja, womit füttere ich denn diesen schönen neuen Bildschirm? Mit Blu-ray-Discs. Denn neuerdings gibt es 3D-Blu-ray-Discs, die eine fantastische Bildqualität liefern, nämlich sozusagen zweimal Full HD. Aber weil wie immer bei einer neuen Technik zunächst viel zu wenig solche Programme zur Verfügung stehen, kann man auch 3D-Spiele auf der PlayStation machen. Es gibt 3D-Fotoapparate zu kaufen. Es wird über kurz oder lang 3D-Videokameras geben, mit denen man sich selber seine eigenen 3D-Programme filmen kann. Und natürlich 3D-Fernsehen. Zunächst nur da und dort punktuell als Testprogramme, speziell für Spielfilme und ganz, ganz wichtig natürlich für Sportereignisse wie Roland Garros, wie Fußballweltmeisterschaften und dergleichen. 3D kommt also immer mehr und wird immer mehr zu einer Normalität werden. Bleibt die Frage, ob man sich heute überhaupt schon ein solches 3D-Gerät kaufen soll. Und ich denke, man sollte, denn solche Geräte haben eine enorm hohe Lebenserwartung von vielen, vielen Jahren. Und selbst wenn Sie heute noch nicht so an 3D interessiert sind, über kurz oder lang werden Sie sich eine solche Aktivbrille dazu kaufen und 3D schauen. Denn 3D ist sozusagen das Sahnehäubchen auf dem Fernsehen, aber ein Sahnehäubchen mit eingebautem Gänsehautfaktor. Denn es ist unglaublich spannend und faszinierend. Man gönnt es sich, nicht immer, aber immer öfter.